Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 22, Beschlussempfehlung und Bericht, Innenausschuss, Antrag, Fraktion der Freien Demokraten, ein Taser für jeden Streifenwagen, Polizeikräfte endlich besser schützen, Drucksache 21-754 zu 21-649. Wie bei allen folgenden Beschlussempfehlungen würde ich empfehlen, dass wir wie immer auf die Berichterstattung verzichten. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD und der AfD. Wer stimmt dagegen, gegen die Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Grünen. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 23, Beschlussempfehlung und Bericht. Arbeits- und Sozialpolitischer Ausschuss, Antrag Fraktion CDU, Fraktion der SPD, Beteiligung und Förderung von Jugendlichen ausweiten, Drucksache 21-757 zu 21-644. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der CDU, der SPD, der Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 24. Beschlussempfehlung und Bericht Rechtspolitischer Ausschuss. Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Landesregierung muss endlich den integrierten Bachelor für junge Juristinnen und Juristen auf den Weg bringen. Drucksache 21-758 zu 21-642. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD und der AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen der Grünen und der Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 25. Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt. Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die beste Versicherung gegen Unwetter ist wirksamer Klima- und Hochwasserschutz. Drucksache 21-759 zu 21-647. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD und der AfD. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der Grünen. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 26. Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt. Dringlicher Antrag Fraktion der Freien Demokraten. Diskriminierungsfreie Förderung der Landwirtschaft und Pragmatismus statt Ideologie. Drucksache 21-760 zu 21-688. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD und der Fraktion der Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD und der Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 27. Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt. Dringlicher Antrag Fraktion der CDU, Fraktion der SPD. Menschen vor Hochwasser und Starkregen schützen durch Prävention, Anpassung, Schutzmaßnahmen und Versicherungslösungen. Drucksache 21-762 zu 21-689. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen der CDU, der Fraktion der SPD. Wer stimmt dagegen? Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der fraktionslose Abgeordnete Herr ist auch dabei. Was hatten Sie? Hatten dazu gestimmt. Das hatte ich nicht gesehen. Vielen Dank. Dagegen hatten wir abgefragt. Enthaltungen? Fraktion der AfD und Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 28, Beschlussempfehlung und Bericht, Ausschuss für Wissenschaft und Kultur, Antrag Fraktion der AfD. Keine amerikanischen Zustände an hessischen Hochschulen. Hessische Hochschulen sind kein Ort für die Austragung auswärtiger Konflikte. Drucksache 21-764 zu 21-641. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, der Grünen, der Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD und der fraktionslose Abgeordnete Heer. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir haben es geschafft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind am Ende der Abstimmung, damit auch am Ende der heutigen Plenarsitzung angekommen. Es kommt nun der UNA 21.1 im Sitzungsraum 501a sowie ab ca. 18 Uhr der Europaausschuss im Sitzungsraum 510w zusammen. Weiterhin gibt es einen parlamentarischen Abend des Verbands der Bau- und Rohstoffindustrie ab 20 Uhr im Landtagsrestaurant. Die Sitzung ist geschlossen und ich wünsche Ihnen noch interessante Gespräche und einen angenehmen Abend.